Wir befinden uns auf der Bundesautobahn A1 in Fahrtrichtung Bremen, kurz vor der Anschlussstelle Gevelsberg. Gegen etwa 15 Uhr wurde die Feuerwehr Schwelm zu einem schweren Verkehrsunfall mit 3 beteiligten Lkw alarmiert. Hier ist ein Auffahrunfall geschehen an einem Stauende. Es waren auch wirklich, wie gemeldet, 3 Lkw beteiligt. In dem hinteren Lkw wurde eine Person schwer verletzt eingeklemmt. Und bei dem vorderen der 3 Fahrzeuge handelt es sich um einen Gefahrguttransporter mit 23.000 Liter einer gefährlichen Flüssigkeit. Die Feuerwehr Schwelm hat nach dem Eintreffen 2 Einsatzabschnitte gebildet. Im ersten Einsatzabschnitt wurde Zugang zu dem schwerstverletzt Eingeklemmten geschaffen. Er wurde noch im Fahrzeug rettungsdienstlich versorgt und dann wurde das Fahrzeug mittels hydraulischem Rettungsgerät weiter geöffnet. Er wurde aus seiner Zwangslage befreit und aus dem Fahrzeug heraus dem Rettungsdienst übergeben und wurde dann mit einem Rettungshubschrauber nach notärztlicher Versorgung in eine Spezialklinik geflogen. Im zweiten Einsatzabschnitt sicherten die Einsatzkräfte die Einsatzstelle. Aufgrund des beteiligten Gefahrguttransporters bauten sie einen dreifachen Löschangriff auf und sie kontrollierten das Fahrzeug permanent auf mögliche Produktaustritte und parallel erfolgte eine Stoffrecherche über unseren Einsatzleitwagen und wir versuchten mehr Informationen über den Stoff in dem beteiligten Gefahrgutfahrzeug hier zur Einsatzstelle zu bekommen. Es handelt sich um Natriumaluminatlösung, ein ätzender Stoff, 23.000 Liter. Wir haben überprüft, A, können wir feststellen, ob etwas austritt, B, können wir das Fahrzeug hier aufgrund der Verkeilung der beteiligten LKWs umpumpen oder entleeren. Dabei mussten wir feststellen, dass die Entleerungseinrichtungen und die notwendigen Ventile schwer beschädigt sind. Und wir haben uns daraufhin Unterstützung der Werkfeuerwehr Henkel über das TUI-System zur Einsatzstelle geholt, um mit den Spezialisten gemeinsam die Lage zu beurteilen und unsere Handlungsmaßnahmen abzustimmen. Letztendlich haben wir den Tank geöffnet, den Außentank, um zu kontrollieren, ob in dem schwer deformierten Bereich eine Verletzung des Edelstahl-Innentanks stattgefunden hat und haben viel um die Ventile demontiert, konnten dann feststellen, dass die intakt sind und haben am Ende all der Erkundungsmaßnahmen und Absicherungsmaßnahmen das Fahrzeug vorgezogen und einer weiteren Kontrolle unterzogen. Ja, wir hatten das Szenario, dass beim Vorziehen es für uns doch noch eine Erkenntnis gibt, dass möglicherweise es zu einem Produktenaustritt kommt, hatten wir Trupps unter Chemikalienschutzanzügen und Atemschutz in Bereitstellung, genauso wie weitere Trupps unter Atemschutz, um eine Brandbekämpfung oder Einschäumung einleiten zu können. Wir hatten Auffangmaterial in Stellung und Abdichtmaterial, um hier sofort intervenieren zu können, falls es zu einem Produktenaustritt der gefährlichen ätzenden Flüssigkeit kommt. Was letztendlich dankenswerterweise nicht mehr nötig wurde, weil alle Sachen soweit intakt sind, dass dieser Produktenaustritt vermieden werden konnte. Ja, die Autobahn war nach dem Unfall ab 15 Uhr voll gesperrt. Wir konnten dann zeitweise über die linke Spur Verkehr abfließen lassen an der Einsatzstelle vorbei. Wir fahren häufig Autobahneinsätze im Zuständigkeitsbereich, allerdings einen so umfänglichen mit so einer lang andauernden Sperrung haben wir in den letzten 1,5 bis 2 Monaten nicht gesehen. Wir hatten hier auf der Autobahn 1 mal den Unfallschwerpunkt des Auflaufens auf Stauenden in Zusammenhang mit einer Baustelle im Bereich Hagen. Allerdings hat sich das entzerrt und durch die Geschwindigkeitsregelungen hatten wir in den letzten Monaten nicht mehr diese Häufung an schweren Lkw-Unfällen. Die Feuerwehr Schwelm war mit etwa 50 Einsatzkräften aus allen Einheiten und der hauptamtlichen Wachbesatzung und dem Führungsdienst im Einsatz. Wir hatten Unterstützung vom Rettungsdienst des Ennepe-Ruhr-Kreises mit mehreren Einsatzmitteln als auch mit einem Rettungshubschrauber. Und wir hatten Unterstützung der Werkfeuerwehr Henkel im Rahmen des TUIs Stufe 3 Einsatzes, die uns hier vor Ort mit ihrer Erfahrung im Chemieeinsatz als auch mit Equipment unterstützen. Yeah.